atme dich frei. Ich werde erklären, wie wir über die Beschäftigung mit dem Atmen, über das Einlassen auf unsere Atmung zu mehr innerer Freiheit und Wohlbefinden gelangen können. Die Atmung ist eine ganz zentrale und wesentliche Grundfunktion unseres Körpers. Sie läuft in jedem Moment unseres Lebens. Einatmen, ausatmen. Ein beständiger Rhythmus, der uns seit unserer Geburt begleitet. Wenn wir uns auf diese Funktion unseres Körpers bewusst einlassen, und das ist zum Unterschied von allen anderen Stoffwechselvorgängen bei der Atmung ganz einfach, wenn wir uns also auf unsere Atmung besinnen, dann können wir wahrnehmen, wie unsere Körperfunktionen im Moment ablaufen. Von den Grundlagen unseres Nervensystems gibt es im Wesentlichen zwei Zustände. Entweder befinden wir uns im Entspannungszustand oder wir befinden uns im Aktivitätszustand. Der eine Zustand heißt Parasympathikus, der andere Zustand heißt Sympathikus. Nun, in der Atmung finden sich diese beiden Zustände, nämlich wenn wir einatmen, nutzen wir vor allem die Funktionen des Sympathikus, das heißt, wir aktivieren uns. Wenn wir ausatmen, entspannen wir uns, das heißt, wir nutzen die Funktionen des Parasympathikus. Wenn wir uns in diesen Rhythmus einschwingen können, dann fühlen wir uns verbunden mit dem Fließen des Lebens, dann fühlen wir uns verbunden mit dem Moment, in dem wir gerade sind und können über dieses Fließen unserer Atmung erkennen, wie wir uns gerade fühlen, was uns im Moment gerade wichtig ist. Weshalb nun sollten wir uns mit dem Atem auseinandersetzen, wenn er doch eine Funktion ist, die automatisch unser ganzes Leben hindurch abläuft? Wenn wir uns bewusst auf den Atem einlassen, das heißt, wenn wir darauf achten, wie unsere Atmung jetzt im Moment gerade abläuft, dann können wir auch erkennen, wann wir aus dem inneren Gleichgewicht herauskommen. Das innere Gleichgewicht ist ganz wichtig für unser Wohlbefinden im Leben. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, kann es leicht sein, dass wir uns beladen und unwohl, gestresst fühlen, sodass wir wieder schauen müssen, wie wir in unser inneres Gleichgewicht kommen, damit wir uns in unserem Leben optimal fühlen können. Was wir erkennen ist, dass wir in unserer Kultur dazu neigen, zu sehr in diesen Aktivitätsmodus zu gehen. Und das heißt, dass wir dazu neigen, uns zu sehr mit Stress zu überladen. Das hat vielfältige Gründe in unserer Kultur, in unserer Erziehung und in unseren frühen Erfahrungen, die wir in dieses Leben mitnehmen. Es führt dazu, dass viele Menschen verlernt haben, was es heißt, sich im Moment entspannen zu können. Viele Menschen fühlen sich in einer inneren Daueranspannung oder, was noch fragwürdiger ist, sie merken gar nicht mehr, dass sie sich in dieser Daueranspannung befinden, sondern nehmen das für den Normalzustand ihres Lebens. Das heißt, auf die Atmung bezogen, sie merken gar nicht, dass sie auf die Ausatmung nicht mehr entspannen können, sondern dass die Ausatmung auf Druck geschieht. Das heißt, sie atmen ein, was eine gewisse Anstrengung für den Körper bedeutet, weil es eine Dehnung der Atemmuskulatur voraussetzt. Die Atemmuskulatur dehnt sich, es entsteht ein Vakuum und die Luft strömt ein. Bei der Ausatmung ist die natürliche Funktion
darin, dass die Muskulatur nachlässt, loslässt, entspannt. Dadurch strömt von selber die Atemluft wieder nach außen. Wenn nun auf der Ausatmung ein Druck besteht, dann wird gewissermaßen nicht die Luft, die wir eingeatmet haben, freigelassen, sondern sie wird herausgepresst. Damit befinden wir uns beim Einatmen im Aktivitätsmodus und beim Ausatmen im Aktivitätsmodus. Das heißt, unser Körper befindet sich in einer fortlaufenden, andauernden Spannung in jedem Atemzug und er hat kaum mehr Gelegenheit, sich zu erholen, sich zu regenerieren. Die Folge dieser Fehlfunktion der Atmung kann individuell ganz verschieden sein. Beim einen wird sein, dass er zum Beispiel nicht mehr gut schlafen kann. Im anderen Fall wird jemand Krankheiten entwickeln. Die verschiedensten Fehlfunktionen des Körpers, Kreislauffehlfunktionen, Stoffwechselstörungen, können mit den Fehlfunktionen der Atmung in Verbindung gebracht werden. Ein Körper, der sich nicht auch in jedem Atemzug entspannen kann, kann nicht optimal funktionieren und sein gesundes Gleichgewicht finden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit unserer Atmung bewusst auseinandersetzen und Wege finden, um uns von dem Druck der Atmung zu befreien, also unsere Atmung zu lösen und entspannen zu können. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten, Übungen und wie wir in anderen Zusammenhängen erklären möchten, auch die Möglichkeit, tiefer liegende Probleme, die uns dazu geführt haben, dass unsere Atmung sich anspannt, zu lösen. Wenn wir uns bewusst auf die Atmung einlassen und in einem geschützten Rahmen mit vertiefter Atmung arbeiten, so entdecken wir die Ursachen, die Hintergründe unserer Spannungsmuster, die oft tief verborgen im Unbewussten liegen. Wenn wir diese befreien können und an die Oberfläche bringen können, zu Bewusstsein bringen können, durch die Bewusstheit unserer Atmung, wenn wir also den Fokus unserer Aufmerksamkeit mit der Atmung auf unsere Spannungsmuster bringen können, dann gelingt uns, dass wir uns innerlich freier und freier fühlen und der Welt mit offenen Herzen und mit offenen Augen begegnen können. Atmen wir uns frei.